Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Im letzten Part sind wir ein bisschen durch die eisige Öde hier rumgelaufen, sind ein bisschen Snowboard gefahren und sind gerade zusammengebrochen und hier in so einer Hütte aufgewacht. Und nun fragt uns jemand, bist du wach? Du bist am großen Gletscher zusammengebrochen. Es ist ein Wunder, dass du noch lebst. Mein Name ist Holzhoff. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Falls du vorhast, nach oben zu gehen, dann hörst du dir besser meine Geschichte an. Gut, dann hören wir uns seine Geschichte an. Warum gehen wir nicht ins andere Zimmer und setzen uns? Gut, gehen wir ins andere Zimmer und setzen uns. Hast du von denen gehört, die sich an den Felsen gewagt haben? Nö. Eine alte Legende nach ist hier etwas vom Himmel gefallen. Es soll das Land nach oben geschoben und die Felsen gebildet haben. Vor 30 Jahren nahmen Jamski und ich es mit dem Felsen auf, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Aber wir waren nicht vorbereitet. Wir hatten nicht mit so tiefen Temperaturen gerechnet. Auf dem Felsen pfeift stets ein super kalter Wind. Diese Kälte senkt die Körpertemperatur. Jamski war unterhalb von mir. Er durchschnitt sein Seil. Ich hab's nicht mal bemerkt. Seitdem lebe ich hier. Nehme es mit dem Felsen auf, gebe anderen Bergsteiger eine Herberge und warne sie. Wenn du mit dem Felsen ersteigen willst, musst du zwei Maßnahmen ergreifen. Zuerst prüfe deine Route. Bei dem Schnee ist der Weg sehr schwer. Zweitens, wärme dich an Felsvorsprung auf. Nochmal? Verstanden? Jo. Du musst nach dieser Kletterei müde sein. Ruhe dich etwas aus, bevor du weiterziehst. Ja, cool. Dann wollen wir wohl mal den Berg erklimmen, wa? Gut, wir haben uns erholt. Alle kriegen ein Hyperchen wieder. Dann speichern wir. Jetzt ärgere ich mich gerade. Ich wollte nämlich eine Aufnahmepause machen, sobald ich den nächsten Speicherpunkt habe. In der letzten Folge haben wir den... Das ist die Strafe dafür, dass ich die Folge einfach so beendet habe. So. Na dann, Alter. Danke fürs Retten. Wir ziehen los. Oh. Weißt du, ich habe nachgedacht. Was ist? An so einem Ort wird einem erst klar, wie gewaltig die Natur ist. Aber wenn jemand von mir verlangt, hier zu leben, würde ich sagen, er soll sich zum... Aber eins sage ich dir, wenn ich doch hier leben müsste, würde ich hier einiges ändern und verbessern. Ich schätze, Midgar ist das genaue Gegenteil. So betrachtet ist Shinra gar nicht so übel. Ah! Was sag ich da? Shinra nicht übel? Wir sichern die Strecke. Ihr kommt später. Ja. Und Aki sitzt da ganz cool. Okay, jetzt sieht die Kälte ja überhaupt nicht aus, ne? So. 36 Grad ist unsere Körpertemperatur. Gut. Und die müssen wir jetzt immer warm halten. Und wieso ist hier eigentlich keine... Ja, stopp. Hallo. Ich wollte die Route... Oh, Mist. Unsere Temperatur geht runter. Ja, laufen. Höher, höher, höher. 37. 38. Wir haben Fieber, wir machen 30 Grad. So, weiter. Heps. Und weiter geht's. Und weiter. Ich verstehe zwar nicht, warum hier keine Musik ist, aber... So. Heps. Und nochmal ein bisschen aufwärmen. Immer schön. Bei jedem Vorsprung einmal schön aufwärmen. Noch mehr. So. Das ist eine Höhle. Hallo Höhle. So, können wir hier rein? Ja, gut. Weil da ist nämlich eine Truhe. Nee. Natürlich gibt's hier Monster. Fledermäuse. Hä? Ich habe uns doch gerade mit Hyper beschmissen. Warum sind wir denn... Kapier ich nicht.
wieder zwei. So, sehr schön. Ansonsten gleich nochmal mit Hyper beschmeißen. Ich hätte das gerade gemacht. Bin ein bisschen verwirrt. Bin ein bisschen verwirrt, warum ich keinen Hyper mehr habe. So. Da haben. Ein Kurzspeer, ja schön. Wir haben Sid nicht dabei. Was kommt jetzt? Oh, Würmchen. Giftiger Barf. Au. So, Heilung. Werde ich hier die ganze Zeit angeknabbert. Genau, erstmal alle ankokeln hier. Nom nom. Ach man. Weiter geht's. Da rein. Ach komm, wir mussten sowieso hier rein. Ja. Geh weg! Was macht der? Der räumt jetzt die Kristalle da unten aus dem Weg, ne? Bum. Tschö. Ja. Huch, was ist das denn? Kampfhühnchen. Punch. Klingenstrahl. Rabam. Reine Stille. Patsch. Manipulieren. Yes, hat geklappt. Oh Gott, gucken. Kopfbomber. Hier ist ein Kopfbomber, okay. So, was kann denn der Kopfbomber? So, Rückenschlag, Gott. Pam, pam. So, sehr schön. Das waren die Kopfbomben. Oh, alle wieder eine Stufe weiter. Obwohl, wie gesagt, ich hätte gerne, dass meine Elementarzauber sich mal erhöhen. LTS-Stufen. So. Super, jetzt können wir hier lang, weil Eis ist weg. Ach ja, stimmt. So, verdammt, wo geht mir jetzt denn? Schon wieder Fledermäuse. Zim. Na super. Na komm. Da ist er. Nein! Ich kann nicht mehr zaubern. Haben die mich tatsächlich verstummt, ey. Da wollte ich die mit Trine platt machen und dann verstummen die mich hier. Geht ja mal gar nicht. So, Feuer 2. Eins ist weg. Und da geht auch der zweite. Jo. Oh. Gerade ein bisschen müde, weil wir gerade eine ziemliche Aufnahmesession hier. Alter. So. Dann los, Feuer 2. Zack.
natürlich Schlag daneben. Warum auch nicht? Ach ja. Da. Ultrasound. Dann. Dann, 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 dann. So, können wir jetzt weiter? Dim, dim. Ah, wir sind wieder draußen. Warm halten, warm halten, warm halten. Warm halten, warte. So, schön auf 38. Nach rechts. Ich habe keine Ahnung. Hoch, 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 hoch. Ja, weiter, 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 weiter. Lauf, 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 lauf. Oh, wieder warm machen. Warm machen hier. Sackgasse? Crap. Mist. Wieder runter. Dim, 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 dim. Sag mal, war einer von euch schon mal bergsteigen? Also richtig bergsteigen? Nicht einfach nur den Brocken hochgehen oder so? Oh, ich erinnere mich noch damals, als ich waren wir in der vierten Klasse im Schullandheim und dann durften wir den Brocken hochlatschen. Oh, das war kalt. Also natürlich sollten wir es erst mit Dings machen, mit Skiern. Aber ich bin immer so auf meinen Schienen geknallt. Dass ich... Was? Ist klar. Wir greifen uns mal hier oben, Monster an. Heilung 2. Wenn wir noch eine Heilung finden, alle finden, dann kriegt das Yuffie für ihre Heilung. Tja, nur Pech, dass wir das Schutz-Item haben. Feuer 2! Natürlich. Extrembombe! Au! Alter! So. Also wieder laufen, 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 laufen. Nochmal. So. Hallo. Laufen, laufen, laufen. So. Und hoch geht's. Wir gehen hoch, hoch zu den Bergen. Wollen wir wieder ein bisschen aufwärmen hier. Und weiter geht's. Da ist noch ein Gang. Yeah. Heps. Da, da, da. Was zum Teufel? Ding. Ding. Sprungattacke, das Vieh kennen wir doch, das war ein Endboss. Mal gewesen. Sieht natürlich jetzt anders aus, ne? Und ist leichter zu besiegen. Bing! Moment, kurz einmal. Barret missbrauchen für eine Heilung. Truhe. Elixier, sehr schön. Ach, wieder die Bomba. Bomba. Bringt nichts, bringt nichts. So, ich will Granate erst machen, wenn die Trine durch ist. So, Granate! Bam, weg. So, sehr schön.
Oh, ich sehe gerade, dass unsere Leute bald über 2000 HP haben. Das ist wunderschön. Ein Speicherpunkt. Yay! So, MF speichern. Ich könnte jetzt die Folge beenden und wir können die Aufnahmepause machen. Aber wisst ihr was? Nö. Wir machen jetzt nochmal weiter. Uff. Das weiß ich auch. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann ich wieder aufnehme hier. Na. Oh. Wir sind wieder draußen. Man wird auch nicht in Ruhe gelassen, ne? Tausende von Gegnern immer. So. Trine. Das reicht eigentlich für beide. Die sind ja ziemlich Trine-anfällig, beziehungsweise sehr leicht zu töten damit. Uff. Und tschüss. Aua. Ja, Behandlung ein Level ab. Das heißt, jetzt können wir alle Zustände heilen mit Isuna. Dum, 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 dum. Feuerarmband. Was? Was? Ein Eis? Okay. Nee. Gibt's nicht. Feuer 2. Autsch. Könnt ihr vergessen, das bringt nichts bei ihr. Autsch. Göter Blitz. Ding. Ding. Ja. Ah, gut. Wir müssen die verkloppen. Damit der... Nope, noch nicht. Mich erstmal jetzt heilen. Und dann müssen wir noch die anderen drei da ja auch noch platt machen. Was jetzt? Da, 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 da. Jo. Granate! Boom! So, Feuer 2! Alter! 3000. Kling. 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 Wie schön, dass das Eiszapfen sind, die sich auch wehren. Sehr schön. Ein Vampirzahn. Und tschö. Nö. Nö. Nein, der nächste. Der nächste Eiszapfen wartet auf uns. Ah. Man hört doch mal auf damit, mich immer hier zum Schweigen zu bringen. Ja. Das wird wohl nix. Eine Trine, aber wir können uns zumindest einmal kurz heilen hier. Eine Heilung 2 auf alle werfen. Dann Feuer 2! Bumm!
So. Im Grunde müssen wir ja nur den Eiszapfen platt machen. Ding. Natürlich nichts. Ultrasound. Das interessiert mich. Hast du schon mal meine Granate gesehen? Bam. So, dann zerbreche ich jetzt mal da. Kling. Ich muss aber sagen, ich finde diese Ansicht von hinten richtig genial eigentlich. Dam, dam, da, da. Umnebelung, 1 plus 1. Oh. Und der letzte. Ich werde aber dann nicht nach unten springen, weil da wartet noch eine Kiste auf uns. Nö. Beben 2. Und bling bling. Und nochmal Feuer 2, wie wir es ja kennen. Boom. Au. Nein! Sehr schön. Kling! Ich wollte gerade sagen, sehr schön. Jetzt können wir mit der Fledermaus auch den Eiszapfen angreifen. Kling! Und... Kling! Yay! Das war der letzte. Bling, bling. Nö. Was? Letztes Elixier? Wie? Letztes Elixier? Hä? Was ist dein letztes Elixier? Feuerarmband, ja. Das ist mir jetzt weggefallen. Zerstörung. Da muss Morph weg. Erklärt immer noch nicht, was trotzdem letztes Elixier war. Jetzt ist Elixir, wo bist du? Heilmittel, ja, Lanze. Zauber, kannst du absolut. Mega Elixir. Keine Ahnung. Yep, runterhüpfen bitte. Wow! So. Einmal heilen, bitte. Ja. Dann speichern wir natürlich nochmal. Ist ja klar. So, Leute. Und dafür beenden wir heute mal den Part. Wenn wir dann denken, Däumchen, Träumchen, supporten, reporten und abonnieren, nicht favorisieren. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder Final Fantasy 7.